Hallöchen und willkommen zurück zu Guild Wars 2 in der lebendigen Welt, Staffel Nummer 2. Wir sind in der letzten Folge mit dem Pakt wieder in Verbindung getreten. Die haben sich hier positioniert in der Silberwüste und ja, wir haben erfahren, dass Kaith und Kanach mit einem Einsatztrupp in die Wüste weiter vorgedrungen sind hier, in die Ödnis. Und ja, und verschütt gegangen sind. Und ja, ich mache mir so ein bisschen Sorgen, wenn ich darüber nachdenke, dass Kanach mitgegangen ist. Deswegen machen wir uns mal direkt auf den Weg und suchen die beiden. Gucken wir auf der Karte. Jo, ja, ist okay, Spiel. Wo wir hin müssen. Einmal hier querfeld ein bis nach da oben. Case Aufklärungstrupp. Da müssen wir jetzt hoch. Einmal quer durch die Silberwüste durch. Ja, dann machen wir uns doch mal auf den Weg, ne? Dann gucken wir doch mal, was sich hier hinter den schützenden Wänden verbirgt. Da liegt schon mal ein Kadaver. Ja, okay, der ist weg. Gott sei Dank, der gammelt da so vor sich hin. Da sind wir in der Silberwüste, in der nördlichen Silberwüste. Map-Erkundung machen wir, sobald wir die Story einigermaßen durch haben. Und dann machen wir hier auch einen Palorank. Dann machen wir hier auch einen Silberwüstenlauf, dass wir einmal die Map-Meter machen. Wir sehen hier schon sichere Stellung, die ist gerade im vollen Gange. Habe ich ja beim letzten Mal schon erklärt, dass es hier 4 Festungen gibt und die müssen alle gleichzeitig gehalten werden und dieser Balken füllt sich auf und dann ist der Endangriff. Komm, das gucken wir uns jetzt auf dem Weg aber mal eben an hier. Geht nicht, weil... Geht doch. Wollte schon sagen. Und der liegt hier so mitten auf dem Weg. Guck mal, mit schönem Blick runter in die Oase. Oh, wunderschöner Blick. Da liegt ein brennendes Luftschiff. Oder eine Fliegerdrohne oder was auch immer. Und da hinten ist unser Pakt. Stützpunkt. Sehr gut, dann geht's mal weiter. In die Wüste hinein. Hier, Rotstein wird angegriffen. Wir haben die nördliche Silberwüste entdeckt. Und wir nähern uns dem grünen Pünktchen. Ja, hier unten sehen wir, das ist eine dieser Festungen. Die wird aber gerade angegriffen. Aber da kümmern wir uns halt jetzt nicht drum. Wir machen erstmal die Geschichte, bevor wir uns hier mit der Map beschäftigen. Hier wird auch gerade angegriffen bei dieser Festung. Eieieiei. Wir müssen aber, glaube ich, nicht unten, sondern nach oben. Dann nehmen wir diese Ranke hier doch mal eben einmal mit. Die gehört hier zwar zu dem... zu dieser Festung... Die Ranken hier sorgen nämlich dafür, dass immer mehr von diesen Mordrum auftauchen und die wollen wir aber weghaben hier. So, komm mal weg. So, sehr schön. Haben wir hier mal eben kurz geholfen. Aua. Verkrüppelt. Gut. Oh, sieht aber auch nicht so gut aus hier, ne? Ist hier überhaupt ein Spieler, der sich darum kümmert? Ich glaube, ja, einer. Es wird hier bald fallen. Wir springen aber mal direkt, weil hier Mordrum ist, in die Geschichte rein. Case Aufklärungstrupp. Dann suchen wir doch mal die junge Frau. So. Hallöchen da oben. Wen haben wir denn da? Wachsam Recken und wachsam Schützerin. Schützin. Ja, guten Tag. Untersucht die Mordrim Überreste im Tal. Guten Tag. Haben Sie Infos für mich? Nein? Nein? Okay, gut. Da liegt ein Mordrim, eine Hülle. Diese gefallene Mordrim ist an irgendetwas angeschlossen. Ja, Untersuchung. Oh, guten Kanach! Fass den Kadaver nicht an! Er ist vermint und explodiert. Ich rate euch, Abstand zu halten, sofern ihr nicht pulverisiert werden wollt. Toll, Kanach, was ist hier los? Wir haben euch gesucht. Gern geschehen. Verzeiht. Gern geschehen, Kommandeur. Erspart mir euren Sarkasmus. Zeigt mir einfach, welchen Weg Kaith genommen hat. Oder woher wusstet ihr, dass die Überreste des Kadavers mit Fallen gesichert sind? Ja, nehmen wir das mal.
weil ich sie selbst gelegt habe. Sie sollten Feinde davon abbringen, dem Aufklärungstrupp meiner lieben Schwester zu folgen. Damit meine ich natürlich nicht euch. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht doch Feinde sind. Ihr seid schließlich ein verurteilter Verbrecher. Ich wünschte, ihr könntet die Vergangenheit ruhen lassen. Außerdem haben wir eine Mission zu erfüllen. Ich kann euch helfen, kostbare Zeit beim Aufspüren des Aufklärungstrupps zu sparen. Immerhin weiß ich, in welche Richtung sie unterwegs sind. Schön, wir brechen auf. Wie ihr wünscht. Übrigens empfehle ich, diese Minen an allen Mordrim-Leichen anzubringen, die wir finden. Schön, wir brechen auf. Okay, wir folgen Kays Trupp. So, wir sollen jetzt die gefallenen Mordrim verminen. Und das ist auch gar nicht so schlecht, denn hier laufen überall Truppen von Mordrim-Wölfen rum. Und die tun weh. Wenn wir schlau sind, können wir sie umgehen. Ja, ja, also, ja. Drumherum oder hindurch? Nehmen wir erstmal den Weg hier. Können wir dich verminen? Da kommen sie nämlich schon wieder. Da müssen wir sie anlocken. Hallo? Hallo? Okay, warte, dann gehen wir den anderen verminen. In irgendeinen werden die Düssels gleich reinlaufen. So. Oh, die haben uns gesehen. Klingt das jetzt was? Oder... Ja, kawumsti-wumsti. Sehr schön. So, so finde ich das doch gut. Hier beunruhigt mich noch, aber ihr lauft, glaube ich, in den hier dann rein. Oder auch nicht? Gut, dann geht mal da hinten hin. So. Die Wunden am Körper dieser Soldaten sind ganz frisch. Es ist gefährlich hier. Zu viele Verstecke und Hinterhaltmöglichkeiten. Ja. Wäre nett gewesen, wenn man einen dieser Kopter hätte benutzen können. Wir schleichen uns mal hier dran vorbei. Drehen aber auch komische Runden, ne, die Freunde da. Ja gut, kümmert ihr euch mal drum. Wir laufen weiter. Oh, nein, nein, nein. Oh Gott, da sind schon die Nächsten. Aber die wurden miterledigt, sehr gut. Sehr gut, und ich sehe gerade, unser Buff-Food läuft aus. Das snacken wir uns mal einfach hier von unserem... Crab Food noch was, damit wir das mal langsam loswerden. Da marschieren sie wieder. Da kommen schon die Nächsten. Die sehen uns nicht. Dann machen wir hier mal schnell die Mine rein. Sehr gut. Da kommen sie wieder rum. Da kommt her. Ja, fein gemacht. Seid ihr doof? Haha. Okay, da können wir das nächste anbringen. Hier kriegen wir das hinten. Ja, ihr dreht jetzt schon um. Egal, komm. Risiko! Da ist der Trupp. Gehen wir. Nein, 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 nein. Mach, 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 mach. Schnupsi. Ah, oh Gott, das war knapp. Okay. Okay. Mal eben wieder regenerieren. Dann kümmern wir uns da hinten um die Party. Da ist Case. Brauche aber erst ein bisschen Leben, bevor wir uns da reinstürzen ins Getümmel. Hallo? Hallo, wir sind da. Nicht sterben. Nicht sterben, bitte. So, guck mal, da schwurbeln wir uns einmal durch. Dann ist doch schon fast alles tot hier. Ja, ist klar, ist klar. Spring wieder in alle Ecken, wo du nicht hin sollst. Boxy ist es okay. Den haben wir platt, den Drescher haben wir gleich auch platt. Die Nebel warten schon auf euch. Oh, da ist noch ein Drescher. Haben wir aber auch gleich. So, geschafft. Hier in den Dude hätten wir noch eine Mine legen können.
Wäre vielleicht dann einfacher gewesen, aber gut. Müssen wir mal eben den Leuten hoch. Okay, Kaith, erzählt, was war hier los? Willkommen in der Silberwüste, Skoxi. Wie ich sehe, habt ihr meinen kleinen Bruder Kanach im Schlepptau. Man hat mir gesagt, ihr könntet hier etwas extra Hilfe gebrauchen. Nichts, womit ich nicht fertig werden würde. Trotzdem begrüße ich eure guten Absichten. Hat euer Einsatztrupp etwas Brauchbares in Erfahrung gebracht? Noch nicht, aber mein Instinkt verrät mir, dass wir kurz davor stehen, die Quelle zu finden, die hinter den Mordrim-Überfällen steckt. Dann wollen wir mal schauen, ob ihr damit recht habt. Angesichts der Tatsache, dass sie immer mehr werden, denke ich, wir nähern uns etwas Wichtigem. In dem Fall nehme ich an, sie werden immer kampflustiger. Ihr könnt euch gern verstecken, wenn es losgeht, Kanach. Habt ihr Angst, dass ich euch bloßstelle, Kaith? Ach, schön. Okay. Weiter geht es. Wir können dich verminen für die drei Düdels. Ah, da kommen sie auch schon wieder zurück. Warten wir kurz. Na kommt. Einis. Zermatscht. Die Zahl der Mordrim nimmt immer noch zu. Was bedeutet, wir werden bald wissen, was sie da draußen vorhaben. Gehen wir rasch weiter. Ja. Da könnten wir noch verminen. Die stehen da aber sehr... Oh Gott, das sind so viele, ne? Okay, das wird jetzt wieder so ein... Versuch zu überleben, Angriffsgedöns. Komm. Ja, jetzt kommen sie natürlich nicht hier rein. Hallo, kommt mal hier hin. Hier, die sterben jetzt einfach so. Genug ist auch nicht schlimm. Die sind ja gar nicht so schwer. Na gut, dann machen wir sie so platt. Auch nicht schlimm. Okay. Wir den zur Vorsicht einfach mal vermint. Da haben wir... Ach, guck mal, das sind noch Heranwachsende. Das sind noch Kinder, deswegen sind sie so leicht. Ja, dann... Dann ist das doch hier alles gar kein Problem. Gut, wir müssen weiter den Berg hinauf. Ist da noch einer? Ja, ihr macht das schon. Ich gehe mal den Weg weitersuchen. Da oben hin. Da ist unser Sternchen. Jetzt auch noch hier eine Klettertour, ne? Hier da, ist Ende. Ein Basislager für die Mordrim der Gegend. Seht ihr dieses Leuchten? Ja. Was könnten sie vorhaben, so weit hier draußen? Es kommen Mordrim auf uns zu. Wir sollten uns wohl zurückziehen. Ja, Hallöchen. Wir sind tief in ihrem Gebiet und zahlenmäßig weit unterlegen. Wir sollten ein Leuchtfeuer hochschießen. Ich hoffe, der Pakt sieht unser Signal und schickt Hilfe. Bestimmt. Ich schieße... Und das Leuchtfeuer hat mehr Mordrim angelockt. Toll. Wir müssen weg hier. Hier oben sitzen wir in der Falle. Kämpfen wir am Fuß des Hügels weiter. Okay. Wir müssen die Mordrim hier aufhalten. Ja, toll. Das war natürlich nicht gut bedacht, dass wenn wir hier Aufmerksamkeit auf uns legen, dass dann mehr Mordrim kommen. Diese Ranken reißen uns in Stücke. Welche Ranken? Ach, da unten. Hier oben sind keine. Hier oben sind wir sicher. Alles entspannt. Gut, wir bleiben hier mal gechillt stehen. Hier passiert uns gerade relativ wenig. Da tauchen die Nächsten auf. Sollen sie mal hochkommen? Kommt ihr mal zu uns. Ihr wollt was von uns, nicht wir von euch. Ne? So einfach ist das. Oh, hinten? Nee. Hallo, da seid ihr ja. Die sind zu viele und wir sind zu wenige. Wir das sind zwei Drescher. Was stellt ihr euch denn jetzt so an? Also bitte, Kanach. Okay, das tat jetzt schon ein bisschen weh. Muss ich ja gestehen.
Und es werden immer mehr. Ja, okay, ich gestehe, es wird langsam ein bisschen kuschelig hier. Und ihr sterbt alle weg wie die Fliegen. Ja. Ich wollte da gar nicht runterspringen. Immer das Problem, wenn man so Skills hat, mit denen man durch die Gegend fliegt. So, jetzt kümmere ich mich mal um dich hier. Au. Das hat ja wunderbar funktioniert. Hallo, hilft mir jemand bitte? Danke, stirb. Dankeschön. So, jetzt haben wir hier noch einen Drescher. Ich hoffe, der Pakt kommt schnell. Sonst ist niemand mehr übrig. So dramatisch dürfte ich es gar nicht sehen, kann man. Immer so negativ, mein Freund. Nein, ich hänge fest. Oh, ich hing fest. Dankeschön, Kanach. Sehr freundlich von dir. Kümmern wir uns jetzt mal hier um die Ranken. Die Ranken werden halt immer mehr, ne? Oh, ich hasse Ranken. Ich hasse Ranken. Wir setzen uns auf den Vorsprung dort zur Wehr. Dieses Gebiet wird überrannt. Oh Gott, da oben sind noch mehr Ranken. Wo sollen wir hin? Faith? Was ist dein Plan? Was ist dein Plan, Kate? Ah. Wir werden abgeholt. Roxy, steh da nicht so rum. Einsteigen. Diese ja, Morderen dann wollten unbedingt verhindern, dass wir Bericht erstatten. Ihr und der Kommandeur habt Erfahrung mit Drachen. Ist das vorhersehbares Verhalten? Altdrachen sind kaum vorhersehbar. Doch ihre Diener zeigen eine Art Situationsbewusstsein. Ja, da kommen wir zurück in die Silberwüste. Wir haben es ganz knapp überlebt. Wir haben was in Erfahrung gebracht. Und zwar sitzt da hinten in dieser Höhle hier ein kleines Pflänzchen, das nicht sehr freundlich aussieht. Bittet um eure Hilfe. Wir haben Post bekommen. Na sowas? Von Marjorie. Skoxy. Wir sind hier in der Abtei Dormant in eine Sackgasse geraten. Wir würden gerne mit den ansässigen Drachenexperten sprechen, aber er hat sich an einen sicheren Ort tief in der Abtei zurückgezogen. Leider wird der Zugangsschlüssel zu diesem Raum regelmäßig geändert und niemand kennt den aktuellen. Erinnert ihr euch an die junge Exploratorin Campbell aus Fort Salma? Magistra Mackay glaubt, dass sie den aktuellen Schlüssel hat, aber sie betreibt derzeit Feldforschungen in der Silberwüste. Könntet ihr den Zugangsschlüssel für uns in Erfahrung bringen? Um sie davon zu überzeugen, euch den Schlüssel zu geben, müsst ihr folgende Worte wiederholen. Lang lebe der König von Deldrimor. Marjorie Delacroix. Okay, dann suchen wir die junge Frau doch mal auf, die hier in der Nähe sein soll. Da. Taktikerin Evolt, das ist nicht die, die wir suchen. Bin sofort gekommen, als ich euer Leuchtfeuer gesehen habe, Kommandeur. War zwar ein Risiko, bei den vielen Staub und Sand in der Luft zu fliegen, aber offenbar war es gerechtfertigt. Ich weiß das zu schätzen, Taktiker. Wisst ihr, wohin Case und Kanach aufgebrochen sind? Bei Kanach bin ich mir nicht sicher, aber Case wollte den Marshall mit den Informationen Meldung machen, die ihr über die Aufstellung und das Verhalten unserer Feinde herausgefunden habt. Diese Informationen sind ausschlaggebend für unsere strategische Planung. Ja, danke. Könnt Einblendung bitte weg? Falls ihr sie seht, sagt ihnen, dass ich mich um etwas kümmern muss.
Natürlich, Kommandeur. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Das könnt ihr tatsächlich. Ich suche nach einer Exploratorin namens Campbell. Ah, ja. Sie traf kurz vor euch ein. Sie ist draußen im Feld bei einer Ausgrabung, nehme ich an. Ich kann ihre Ausgrabungsstätte auf eurer Karte markieren. Ich danke euch für eure Unterstützung. Okay. Zeugs, Dankeschön. Und dann suchen wir mal Campbell. Diesmal müssen wir aus diesem Türchen raus. Sephraina ist aber auch ein sehr schöner Name. Gefällt mir. Oh, weg ist er. Okay, wo müssen wir denn hin? Gehen wir mal den Weg hier entlang. Da vorne sind auch schon wieder Ranken, die ein armes, kleines Packdolljack belästigen. Das können wir ja nicht zulassen. Das ja... Hallo, frech hier. Lauf mal weiter, kleines Dolly. So, gehört hier auch zu der Mapmeter, die Dolljacks vom Lager zur Festung begleiten. Und von der Festung dann zur nächsten Festung, dass halt alle mit Vorräten versorgt sind. So, wir können mal hier den Punkt mitnehmen. Da laufen wir einmal hier durch diese Festung durch. Hier haben wir nämlich einen kleinen Punkt. Das ist die Rotsteinbastion. Das ist eigentlich so die, die ich immer am meisten mit verteidige, wenn ich hier die Mapmeter mache. So, und da wird das Ding auch direkt wieder angegriffen, aber wir kümmern uns da jetzt erstmal noch nicht drum. Wo müssen wir denn hin? Überall diese Ranken, ne? Das ist... Hyänen sind hier auch noch. Aber wir bahnen uns den Weg hier durch die Wüste, versuchen alles zu ignorieren, was uns umbringen will. Da, durch diese Schlucht müssen wir. Da befindet sich Campbell. So, versuchen wir mal hier dem Salamander noch aus dem Weg zu gehen. Der hat uns, glaube ich, trotzdem gesehen. Nee, doch nicht. Okay. Seltsame Säule ist auch eine Heldenherausforderung. Die untersucht sie gerade. Hi, ich habe dich gesucht. Kommandeur, ich hatte schon vermutet, dass ich euch wiedersehen würde, nachdem ihr mich vor den Seraphengeistern gerettet habt. Was führt euch hierher? Mir wurde gesagt, dass ihr etwas über einen gewissen Abtei-Zugangsschlüssel wüsstet. Oh, den Zugangsschlüssel zum Vorratsraum. Ich schätze, abgesehen von Magister Steinheiler kenne ich den als Einzige. Wir sind in diesen Tagen alle so verstreut, viel zu tun. Habt ihr das Passwort? Wofür brauche ich ein Passwort? Ihr wisst, wer ich bin. Ich habe es nicht, aber ihr könnt mich auf die Probe stellen, oder nicht? Ja, ich habe das Passwort, natürlich. Großartig. Was ist es? Lang lebe der König von Deldrimor. Das ist es. Ihr habt es. In Ordnung. Ihr könnt meine schriftliche Kopie haben. Ich habe mir alles ins Gedächtnis eingeprägt. Könnt ihr mir es vorlesen? Ein Mann, der beinahe König war, hatte einen Geist zum Kind. Am Handelsposten Hufschläge geschwind wie der Wind. Und einmal im Jahr in einem großen Feld ein eifriges Kind wächst in der Welt. Es gibt noch zwei weitere Zeilen, aber ich trage sie nicht bei mir. Kann ich hineingelangen ohne die anderen zwei? Nein, aber macht euch keine Sorge. Ich habe die andere Hälfte aus Sicherheitsgründen zurückgelassen. Ihr findet sie, wenn ihr die drei Bücher aufstöbert, auf die sich die Zeilen des Kodierungsschlüssels beziehen. Wie funktioniert denn dieser Schlüssel? Jede Zeile des Gedichts ist ein Hinweis auf ein Buch in der Sondersammlung. Ihr müsst sie finden und in der richtigen Reihenfolge berühren, um sie zu aktivieren. Sobald ihr sie alle in der richtigen Reihenfolge gefunden habt, seid ihr drin. Okay, verstanden. Danke. Seid vorsichtig da draußen. Ja, das klingt doch spannend. Komm, wir holen uns jetzt den Punkt, wenn wir schon mal hier sind. Hüpf. Dann nehmen wir den nochmal eben mit. Oh, ein Kampf. Okay, das hätte ich ja nicht erwartet.
Diese Säule gibt einen hohen, kaum wahrnehmbaren Ton von sich. Okay, wir fassen die mal an. Veteran, uralter Verschlinger. Hi! Hi, mit seinen kleinen Lakaien. Nein! Geh mir doch nicht auf den Keks hier. Machen wir den mal eben platt. Ja, lass mich nicht heilen. Ist okay, ist okay, ist okay. Okay, da kommt noch jemand, der uns nicht hilft. Danke dafür. Oder doch hilft. Okay. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. So, haben wir die Heldenherausforderung. So, als nächstes geht es in die Abtei Durmand. Die befindet sich hier hinten im Lornas Pass. Da waren wir ja schon lange nicht mehr. Wie, wir sind im Kampf? Was kämpft denn noch? Wir sind doch überhaupt nicht im Kampf. Was sagst du denn da? Jetzt geht's. Wollte schon sagen, so, hä? Da ist doch nichts. Wer will denn da mit uns kämpfen? So. Dann überlassen wir die Silberwüste erstmal sich selber, denn Marjorie und Kasmer brauchen unsere Hilfe in der Abtei. Da waren wir ja auch schon mal einmal ganz kurz drin, damals beim Erkunden, aber wir konnten natürlich nicht die geheimen Räume betreten. Diese riesige Bibliothek, von der ich euch erzählt hatte. Weil wir da ja den Zugangsschlüssel nicht haben, aber jetzt haben wir ihn. Ich würde aber mal sagen, dass wir uns das in der nächsten Folge angucken, denn ich weiß, dass das ein bisschen länger geht. Wir sind jetzt auch bei 27 Minuten, das passt ganz gut. Und dann gucken wir, was sich in der Abtei Durmand befindet, weil das hier ist einfach im Moment nur so die Außenansicht für Besucher, sag ich mal, aber die wirkliche Abtei, wo dieses ganze Wissen ist, das befindet sich relativ unten im Berg und das werden wir dann als nächstes erkunden. Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!